Das ist halt. Wurscht, gut gemacht, gell? Ja. Der Flatte geht immer runde schwimmen in der Früh. Ehrlich? Ja. Ist das fein? Das freut den. Und die Schieber auch, gell? So fein. Ist das nicht genial? Das finde ich so genial. Der schöne Spazierweg zwischen den grünen Wiesen und dann noch dieser Bach. Einfach gleich gut. Echt super. Ein Audi A1. Baujahr weiß ich jetzt nicht. Kilometer weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt nicht vorbereitet, aber ich wollte eigentlich kein Video machen, nur den Kunden ein paar so Handy-Videos schicken auf WhatsApp. Jetzt hat der aber kein WhatsApp. Also mache ich ein YouTube-Video. Das ist schon mal der Urzustand nach dem Abbauen aller Plastik- und Rathausschalen. Etwas Achsenrost. Die Außenhaut vom Auspuff. Da kriegt er leider einen Rost. Da kann der Gerhard dann leider nichts machen, aber ich mache zumindest die Konservierung bis daher, damit es ein bisschen verlangsamt ist. Der Rost. Ja, aber abgesehen von diesem bisschen Karosserierost ist er ganz gut. Da bei den Schrauben, gell? Von den Verkleidungen. Ja. Achsen. Es dürfte schon was drauf sein. Das hat ein lange Zeit bewahrt, aber dann ist halt nichts mehr nachgespritzt worden. Aber das machen wir jetzt alles sauber und von Grund auf die neue Konservierung. Was ist denn da drauf? Ein Fett? Na bitte. Was ist denn das für Unsinn? Ich glaube, das ist eine Kupferpaste. Da drauf. Na, das kann es ja nicht sein. Da reinlassen muss gefallen, aber nicht da auf die Bremse loben. Ja. Na gut. Wird gnadenlos runtergestrahlt und dann mit Zinkspray und etwas 4010 farblosen Hautwachs, dieses temperaturbeständige farblose Hautwachs, dann auch ein bisschen drüber gespritzt. Ja, dann fangen wir an mit Eisstrahlen. Na, wie da der Rost kommt, gell? So. Audi A1. Ja.
Und fertig mit diesem Kombiwachs. Kombiwachs. Jetzt haben wir noch schön Papier runterreißen. Und alles ein bisschen aufhübschen mit Zinkspray. Und dann ist er wieder bestens konserviert. Und fertig. Dieser A1, mein erster A1. Wieder bestens konserviert von uns. Ah, schaut her da. Irgendwie ist man hier fertig. So leicht bist du nicht fertig. Das sind super toll zum Zusammenbauen, die A1. Alles geschraubt. Wirklich leicht. Ganz klasse.
sieht man immer viel, gell? So weit, so gut. Alles konserviert. Und das ist jetzt das letzte Auto vor meinem Ungarn-Urlaub am Ende des Monats wieder. Das nächste Video kommt dann erst im Juni wieder. Vielleicht schaut ihr mal auf meinen Ungarn-Kanal rein. Da erzähle ich die Geschichte von meiner Mama, die damals als 8-jähriges Mädchen mit ihrer Mama, also meiner Oma, von Tschechien nach Österreich geflohen ist, vor die Russen geflohen ist. Echt berührend, dass sie mir jetzt am Arsch gehabt. Das hat sie mir noch nie erzählt. Meine Mama ist jetzt 85 und richtig robust, gell, richtig arbeitsfähig. Die geht mit 85 noch ins Gasthaus Salate machen, Kartoffelschälen. Das ist richtig brutal. Und der ist damals als 8-jähriges Mädel mit ihrer Oma und ihren mit ihren 5 Geschwistern, meinen Tanten und Onkeln, von Tschechien nach Österreich geflohen. Bis nach Amstetten hat sie sich ganz alleine durchgeschlagen. Wahnsinn, das erzähle ich. Das ist unglaublich. Also das hat sie mir jetzt erst einmal erzählt. Das ist halt unglaublich. Und ich erzähle euch noch eine Geschichte, wie das ist in Ungarn mit Internet. Da haben sie mir das Internet abgedreht. Im Februar, weil ich nicht einbezahlt habe, sagen sie, ich habe schon einbezahlt, aber das ist auf die russische Sparebank gegangen und die haben es geschlossen, auch in Ungarn. Und dann haben sie die Zahlung nicht anerkannt, weil sie das Geld nicht gekriegt haben, was nicht meine Schuld ist. Und was das für eine Ralle war, das Internet wieder freigeschalten zu bekommen, das erzähle ich auch. Ach, gut, na dann wünsche ich euch eine schöne Woche ohne mich. Und wer Lust hat, schaut auf den Ungarn-Kanal. Vielen Dank.